Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren virtuellen Kaffeepause mit Picon. Schön, dass ihr unserer Einladung zum Livestream gefolgt seid und alle wieder so zahlreich eingeschaltet habt. Ich darf mich kurz vorstellen für alle, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Timmy und ich bin euer Picon-Trainer hier auf YouTube. Auch heute grüße ich wieder ganz herzlich diejenigen, die sich im Chat bereits zu Wort gemeldet haben. Viele Grüße gehen raus in die verschiedenen, vielen windigen Orte Deutschlands heute. Nach Hamburg, nach Wien habe ich gelesen, Bielefeld, an den Schäfershop nach Betzdorf und auch nach Budapest gehen heute ganz internationale Grüße heraus. Also schön, dass ihr alle mit dabei seid. Heute haben wir die Veranstaltung mit dem Namen Eure Fragen, unsere Antworten überschrieben. Doch was sind eigentlich die Themen, die immer wieder gefragt werden? Um das herauszufinden, habe ich in den vielen Nachrichten auf Social Media gekramt und bin dann noch mit einer Tasse Kaffee bei unserem Support-Team vorbeigegangen. Und wir kamen ins Gespräch, denn tagtäglich sind unsere tollen Kollegen aus dem Support dabei, unermüdlich die Fragen unserer vielen Anwender zu beantworten. Ob per Telefon, E-Mail oder per Fernwartung, es gibt fast kein Problem, das sie nicht lösen können. Und wenn man sie braucht, ist man dankbar, dass es sie gibt. Und ich wollte auf diesem Wege einfach mal im Namen aller, denen von euch schon geholfen wurde, Danke sagen. Und wer das von euch da draußen im Chat genauso sieht, der kann jetzt einfach mal ein kurzes Danke in den Chat schreiben und lasst mal so richtig eine Chatbombe hochgehen, wie man so sagen würde, und zeigt ein bisschen Anerkennung für diese oft unsichtbare Arbeit unserer tollen Kollegen. Für heute haben wir mehrere Themenblöcke inklusive der Fragen definiert, die ihr uns am häufigsten gestellt habt. Angefangen haben wir dabei mit der Arbeit von Materialien und Texturen über Einheiten und Bemaßung bis hin zur Linienstärke beim Druck. Und ich glaube, für jeden, egal ob Top-Anwender sozusagen, Profi oder Gelegenheitsanwender, wird heute ein Praxistipp dabei sein, der nützlich für die eigene Arbeit ist. Also, ich würde sagen, lasst uns loslegen und mit dem ersten Thema einsteigen, und zwar Materialien und Texturen. Wechseln wir mal in den Picon Planner. Und zu Beginn der Veranstaltung sage ich heute gleich noch ein zweites Mal Danke, und zwar an unsere langjährigen Partner bei König und Neurath. Sie haben uns diese Planung aus der Praxis für die virtuelle Kaffeepause zur Verfügung gestellt. Und wenn man so eine Raumplanung, also das erste Mal öffnet, dann wird ja das Erscheinungsbild natürlich vom Raum selber, aber auch von den verwendeten Geometrien in Kombination mit ihren Materialien und Texturen gezeichnet. Und je nachdem, wie groß auch die Planung ist, kommen entsprechend viele Materialien zum Einsatz. Und das bringt mich auch zur allerersten Anwenderfrage, die da lautet: Ja, ich möchte ein bestimmtes Material in meiner Planung bearbeiten, aber meine Materialübersicht ist so voll. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, selektierte Materialien schnell zu finden? Das schauen wir uns doch jetzt einmal an. Eine Übersicht über alle Materialien in der Planung findet ihr im Materialeditor, der sich hier im Reiter Bearbeiten verbirgt, hier im Bereich Material. Und ich denke, jeder von euch war schon einmal an diesem Punkt. Er scrollte so durch den Materialeditor durch und fragte sich, ja, wo ist denn jetzt dieser Fußbodenbelag, den ich gerade anpassen wollte? Und dafür gibt es einen ganz einfachen Trick. Und zwar gibt es im Materialeditor ein Filtersystem, das ihr hier über dieses letzte Symbol in der Leiste erreichen könnt. Wenn ich hier einmal draufklicke, dann seht ihr, ich kann also alle, nur die zugewiesenen oder auch nur die Materialien anzeigen lassen, die gerade zu meiner aktiven Selektion gehören. Wenn ich hier mal den Haken auf selektierte Objekte setze und dann zum Beispiel mal den Fußboden in der Planung anklicke, dann seht ihr, wird mir also nur noch genau dieses entsprechende Material angezeigt. Und über den Materialeditor kann ich mit diesem Filter noch etwas anderes machen, und zwar eine einfache, aber wirksame Änderung vornehmen.
Ich habe gesehen, in vielen eurer Planungen gibt es Monitor- oder TV-Flächen. Die würden sich doch als wirksame Werbefläche in einem Rendering oder in einem Layout anbieten, findet ihr nicht? Und wenn ich einmal hier die Ansicht wechsle und zum Beispiel mal die Kamera auswähle, die ich hier gesetzt habe, Kamera Laptop, und die mal groß mache, dann seht ihr hier, ich kann jetzt zum Beispiel mal diesen Laptop selektieren und in meinem Materialeditor werden jetzt also die verschiedenen Texturen angezeigt, die zu dem Laptop gehören. Da gibt es einmal ein Bild für das Mauspad, für die Tastatur und auch hier zum Beispiel für den Bildschirmhintergrund, den der Laptop zeigt. Und über diesen Filter kann ich ja jetzt also die zugewiesene Textur eindeutig identifizieren und dann eben auch auf einfache Art und Weise ersetzen. Ich wähle jetzt einfach mal hier diese Textur aus, die dem Monitor ja schon zugewiesen ist und ersetze sie jetzt hier über Textur importieren zum Beispiel mal mit einem Beispielbild, das König und Neurath für diese Planung bereits erstellt hat. Und zack, so schnell geht das, mit einem Klick habe ich jetzt diese Textur mit einem eigenen Bild ersetzt. Und ihr seht hier auch schon, weil der andere Laptop auf dem Tisch das gleiche Material verwendet, ist es hier auch automatisch mit zugewiesen worden. Ich finde, das ist doch ein ganz praktischer Weg, die Monitore in euren verplanten Büroarbeitsplätzen mit aussagekräftigen Inhalten eurer Wahl zu füllen, oder? Doch was ist eigentlich, wenn ich eine Textur eingefügt habe und sie nicht so dargestellt wird, wie sie es eigentlich sollte? Eine zweite Frage, die dazu immer wieder kommt, ist folgende. Kann ich die Ausrichtung und Skalierung einzelner Texturen ändern, ohne das ganze Material anpassen zu müssen? Ja, das können wir. Ich zeige euch wie. Wechseln wir mal in das zweite Bild, was ich vorbereitet habe. Hier die zweite Kamera, zum Beispiel hier. Kamera Tafellack. Wir sehen hier, gibt es also einen kleinen Podest mit einigen Personen und hier an der Wand liegt ein Material mit dem Namen Tafellack, das auch eine entsprechende Textur hinterlegt hat. Und wir sehen aber schon, hier stimmt also die Ausrichtung und die Skalierung der Textur nicht. Wir sehen die Darstellung dieser einzelnen Kacheln an der Wand. Das wollen wir jetzt beheben. Und um genau diese Textur anzupassen, klicke ich jetzt im Reiter Bearbeiten hier oberhalb vom Materialeditor einmal auf Textur bearbeiten. Damit ändert sich der Cursor jetzt in ein kleines Fadenkreuz und ich kann den Tafellack einmal auswählen. Jetzt befinde ich mich, wie ihr seht, in einem neuen Reiter hier, dem Textureditor. Und im Bereich hier ganz oben links kann ich jetzt also die Textur skalieren, ausrichten und auch nochmal anders platzieren. Als erstes klicke ich doch einmal auf Ausrichten und wähle mir jetzt hier die Ecke dieser Textur und schiebe sie mir hier oben ans Ende der Wand zum Beispiel hin. Zack, und schon habe ich es platziert. Dann wechsle ich in den Modus Skalieren und verändere jetzt zum Beispiel einmal hier die Größe der Textur. Und wie ihr seht, kann ich jetzt also auch nochmal die Größe der einzelnen Kacheln hier anpassen und das Ganze nochmal platzieren. Jetzt gehe ich nochmal auf Ausrichten, weil ich es hier leicht verschoben habe. Aber das geht auch ganz schnell. Und schon habe ich jetzt die Textur hier richtig auf meiner Wand platziert, ohne das gesamte Material anpassen zu müssen. Schreibt gerne mal in den Chat, ob ihr diese beiden Tipps mit dem Materialfilter und dem Textureditor schon kanntet. Ich glaube, diese Texturbearbeitung ist ja auch an ganz, ganz vielen Stellen der Planung relevant. Zum Beispiel auch, wenn ihr Fliesen verplant oder auch Teppichkacheln, dann sollen ja auch die sichtbaren Fugen oder der Beginn der Teppichfliese, Teppichkachel, ja an einem ganz bestimmten Punkt eben ausgerichtet sein, um so eine optische Wirkung zu erzielen. Auch dafür kann man den Textureditor benutzen. Schauen wir mal, was ihr bisher so geschrieben habt. Und ich sehe auch schon, da kommen einige Meldungen. Danke an den Support. Und ja, vielen lieben Dank. Da haben einige geschrieben, die schon mal Erfahrungen gesammelt haben. Genau, viele Grüße gehen auch noch raus an Claudia Küper, sehe ich gerade noch dazugekommen. Wolf-Dieter Schnurrenberger schreibt, er kannte die Tipps wahrscheinlich noch nicht. Also schon mal wieder was gelernt. Da haben sich die ersten 10 Minuten der Kaffeepause heute schon gelohnt. Vielen Dank für euer Feedback bis hierher. Gehen wir mal zum nächsten Thema, das in vielen verschiedenen Ausprägungen immer wieder bei uns auftaucht.
Einheiten, Skalierung und Umrechnung. Am häufigsten kommt folgendes Szenario vor. Und zwar schreibt jemand, ich habe zum Beispiel eine Planung oder eine DWG-Datei aus einem anderen CAD-System erhalten. Wenn ich sie öffne und Wände oder Möbel einfüge, dann sind sie im Vergleich zur Planung viel zu groß oder viel zu klein. Warum ist das denn so? Wie kann ich das beheben? Stellt euch also vor, ihr habt eine Planung bekommen, so wie ich in diesem Fall von König und Neurath, und ihr öffnet sie mit dem Picon Planner. Jetzt möchtet ihr anfangen zu planen, ihr wechselt in die Draufsicht von oben, schließt den Materialeditor und sagt, okay, ich möchte jetzt eine Erweiterung dieser Bestandsplanung vornehmen. Also geht ihr in die Raumelemente, wählt euch eine Wand, um sie einzufügen, und dann seht ihr schon beim ersten Einfügen, oh, hier stimmt etwas aber gar nicht. Die Wand ist ja so groß wie die ganze Planung. Was ist denn eigentlich jetzt hier falsch gelaufen? Der Fehler, der beim Öffnen solch einer Datei entstehen kann, hat in den meisten Fällen etwas mit der sogenannten Zeichnungseinheit zu tun. Und die Zeichnungseinheit hängt, wie der Name schon sagt, an der Zeichnung selber, also an der DWG, die gerade geöffnet wurde. Oft ist es so, dass die Zeichnung, die ihr bekommen habt, in einer falschen Maßeinheit angelegt oder gespeichert wurde und somit also die Einheit, in der die Planung sich befindet, nicht zum Inhalt der Planung passt. Das muss nicht mal bewusst passiert sein. Manchmal wird diese Einstellung in anderen CAD-Systemen auch einfach übersehen und ihr tragt dann die Folgen davon. Zum Glück könnt ihr euch die verwendete Zeichnungseinheit im Picon Planner anzeigen lassen, wenn ihr einmal hier im Reiter Datei auf die Dokumenteigenschaften klickt und dann hier im letzten Reiter die Einstellungen auswählt. Wir sehen also hier, dass die Einfügeeinheit oder auch die Zeichnungseinheit dieser Planung auf Millimeter gesetzt ist. Und jetzt kommt das Problem, der Picon Planner nutzt als Standardeinheit für neue Planungen und auch für eingefügte Objekte die Zeichnungseinheit Meter. Und damit wird das eingefügte Objekt, die Wand zum Beispiel, jetzt um den Faktor 1000 skaliert und ist logischerweise im Vergleich zur restlichen Planung viel zu groß. Und was ist die Lösung des Problems? Die ist in diesem Fall wirklich sehr, sehr einfach. Wenn ihr solch einen Fall in der Praxis habt, dann fangt gar nicht erst an zu planen und diese verschiedenen Einheiten, Millimeter, Zentimeter und Meter miteinander zu mischen, sondern navigiert hier direkt in die Dokumenteigenschaften und ändert die Einheit der Zeichnung passend zum Inhalt der Planung. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich ändere jetzt die Zeichnung hier auf Meter, drücke auf OK und wenn ich jetzt also hier nochmal eine Planung starte, von einer Wand zum Beispiel, dann seht ihr, habe ich jetzt also hier auch die richtige Größe der Wand ausgewählt und kann mit meiner Planung beginnen. Lasst uns gerne im Chat mal wissen, ob dieses Problem bei euch in der Praxis auch schon mal aufgetreten ist und ihr diesen Tipp zum Einheitenumstellen hier hilfreich fandet. Also Datei und die Dokumenteigenschaften. Da könnt ihr viele wichtige Infos sehen. Da sehe ich auch gerade, unser Chat-Moderator ist auch aktiv. Da kommt noch eine Frage von Frickelstube rein. Die gehe ich jetzt gerade noch mal nicht persönlich ein. Dafür sind ja unsere Chat-Moderatoren im Hintergrund da. Die leisten auch eine wunderbare Arbeit. Und ich gönne mir jetzt mal schnell einen Schluck Kaffee. Und da kommt auch schon die Antwort. Also das geht hier Schlag auf Schlag und all eure Fragen werden nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet. Schauen wir mal weiter. Ein nächster Themenkomplex, bei dem die Einheiten auch eine wichtige Rolle spielen, ist das Thema Bemaßung. Bemaßung ist ein hochkomplexes Thema. Ich glaube, das wisst ihr da draußen besser noch als ich. Es gibt sehr viele Regeln und Richtlinien zur korrekten Bemaßung. Die Anforderungen, die bei uns im Interior-Bereich sind, die sind da zum Glück andere, als es beispielsweise im Maschinenbau oder auch beim Statiker der Fall ist. Und trotzdem kommt es da immer wieder zu Fragen und zum Beispiel auch folgendes Szenario, das ich mal rausgesucht habe.
Da fragte jemand, ich möchte also meine Möbel in der Planung nicht in Metern, sondern in Zentimeter bemaßen. Wie kann ich denn die Einheit meiner Bemaßung ändern und meine Bemaßung überhaupt individuell auf meine Bedürfnisse anpassen? Schauen wir uns das doch einmal an. Ich bin also im Picon Planner und habe hier eine Draufsicht von oben gewählt. Die Optionen zur Bemaßung findet ihr erstmal im Reiter Bearbeiten hier ganz auf der rechten Seite. Dort gibt es einen eigenen Bereich für die Bemaßung und hier könnt ihr zum Beispiel verschiedene Strecken in der Planung mit dem Maßband messen oder auch eben eure Maßlinien hier zeichnen, verschiedener Art, von der einfachen Bemaßung bis hin zur automatisierten Wandbemaßung. Wenn ich jetzt hier einfach mal eine Bemaßungslinie nehme und zum Beispiel mal hier an die Tischgruppe setze, dann seht ihr jetzt zum Beispiel, da muss ich auch die richtige Kante hier erwischen, habe ich gelernt, so zum Beispiel, diese beiden Tische sollen nämlich genau 4,40 Meter sein und wir sehen, okay, da habe ich jetzt also hier schon meine Maßlinie angebracht. Wir sehen zum einen, es ist in Metern, wir wollen es ja eigentlich in Zentimetern und zum Zweiten sind auch viel zu viele Kommastellen hier in meiner Maßlinie zu sehen. So genau brauchen wir das jetzt an dieser Stelle gar nicht und deswegen wollen wir die Bemaßung einmal anpassen. Und das geht, indem ihr hier im Bereich Bemaßung einmal auf den Button der Bemaßungsstile klickt. Wenn ich jetzt hier einfach mal Bemaßungsstile anklicke und dann den Dialog für die Bemaßungsstile öffne, dann öffnet sich hier noch ein weiteres Fenster und ihr seht, hier sind also einige Standardbemaßungsstile schon angelegt und ihr könnt auch eigene Bemaßungsstile hinterlegen, die an der Planung hängen, wie das zum Beispiel eben hier König und Neurath mit dem eigenen Stil Möbelbemaßung bereits gemacht hat. Und wenn ich einmal so einen Bemaßungsstil anklicke, dann könnt ihr also hier neben den Einstellungen zur Linie, also wie zum Beispiel die Pfeilspitze aussehen soll, welche Schriftart verwendet werden soll, auch im unteren Bereich hier noch einige Einstellungen zur Zahl machen, also im Prinzip zur Genauigkeit. Die kann ich jetzt hier zum Beispiel einfach einmal anpassen und hier die sofort umstellen. Und ganz unten finden wir auch hier noch die Einheit, in der wir arbeiten wollen. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier das Ganze auf Zentimeter einmal umstellen. Und das Erstellen jetzt eigener Bemaßungsstile, das ermöglicht euch größtmögliche Flexibilität, denn ihr könnt also je nach Anwendungsfall auch eure gezeichneten Maßlinien nochmal verschiedenen Stilen zuweisen. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier diese Maßlinie selektiert habe und einmal in den Eigenschaften-Editor wechsle, dann sehen wir also, okay, diese Maßlinie verwendet den Stil Standard und ich kann jetzt hier zum Beispiel auch umschalten auf die angelegte Möbelbemaßung und jetzt schaut, was passiert. Sofort wird also hier auch das optische Erscheinungsbild der Maßlinie verändert, also die Zahl steht jetzt oberhalb der Maßlinie und vorher war eingestellt, dass das in Zentimetern sein soll und keine Kommastelle haben soll, also 440 Zentimeter und somit habe ich das Ganze jetzt hier umgesetzt. So könnt ihr jetzt eben einen eigenen Stil für die Möbelbemaßung in Zentimeter verwenden und könnt dann die andere Raumbemaßung, zum Beispiel der Wände, dann mit einem weiteren Stil in Metern vornehmen. So könnt ihr mit Bemaßungsstilen arbeiten. Jetzt haben wir also die Planung erstmal im richtigen Größenverhältnis skaliert. Wir können in der richtigen Einheit bemaßen und jetzt soll auch noch eine Ansicht auf die Planung gedruckt werden. Auch da treten immer wieder Fragen auf, besonders zu den Linienstärken, die beim Druck verwendet werden. Ein Fall lautete zum Beispiel, ich habe eine Ansicht auf meine Planung ausgedruckt, die Linien sind viel zu fett dargestellt oder auch viel zu dünn, ich kann sie gar nicht erkennen. Was kann ich denn da tun? Wie kann ich das beheben? Wechseln wir mal auf die entsprechende Layout-Seite und mit einem Druck auf F7 öffne ich hier im Picon Planner Pro, also den Layout-Bereich. Das seht ihr hier. Dann machen wir erstmal wieder die Bemaßungsstile zu und auch den Eigenschaften-Editor. Und ihr seht hier auf dieser Seite drei Ansichten, die ich einmal eingestellt habe. Eine Draufsicht im Drahtgittermodus und zwei Planungsansichten im Modus farbig. Und ich generiere jetzt einfach mal live eine PDF-Datei, um euch die Unterschiede zu zeigen. Ganz oben links kann ich hier also einen Druck starten oder meine PDF-Datei generieren. Und das mache ich jetzt einfach mal. Ich drücke hier einfach auf Exportieren
Und da haben wir jetzt zum Beispiel einfach mal das erste Dokument und das speichere ich jetzt hier auf meiner Festplatte. Das geht auch recht zügig und die Datei sollte dann im Anschluss auch gleich geöffnet werden. Soweit, so gut. Wenn ich jetzt hier einmal die PDF anschaue, sieht das erstmal in Ordnung aus. Aber wenn ich mal hier zum Beispiel den Zoom-Faktor nochmal verändere, dann seht ihr, oh, okay, ich da nochmal näher ranschaue, da sind jetzt die Linien besonders hier in dem Bereich zum Beispiel einfach viel zu fett dargestellt. Es fällt auf, dass ich den Inhalt, den ich eigentlich ja mit sowas zeigen möchte, gar nicht erkennen kann. Und das möchte ich jetzt gerne beheben. Wechseln wir mal zurück in den Picon Planner und hier im Layout-Bereich könnt ihr also noch verschiedene Seiteneinstellungen vornehmen. Hier gibt es ganz oben links den Bereich Seite und das haben wir gut versteckt. Nein, haben wir natürlich nicht, aber irgendwo müssen ja die Symbole überall untergebracht werden. Deswegen gibt es hier noch einen kleinen Pfeil, den ihr anklicken könnt, um weitere Einstellungen zu öffnen. Das machen wir doch jetzt gleich mal und dann seht ihr also hier die Layout-Einstellung. Und ihr seht, hier gibt es eine Option und zwar den Linienstärkefaktor. Der ist standardmäßig mit 1,0 festgelegt. Damit werden also klar alle Linien erstmal so ausgegeben, wie sie in der Planung dargestellt sind. Und es gibt natürlich in der Praxis eben nicht nur den Fall, dass die Linien dann zu fett sind, sondern eben auch manchmal, dass die Linien beim Ausdruck zu dünn sind. Und über diesen Faktor könnt ihr jetzt hier zum Beispiel das Ganze beeinflussen oder auch eine feste Linienstärke setzen. In unserem Fall möchte ich ja die Linien dünner darstellen, also setze ich jetzt hier zum Beispiel mal einen Linienstärkefaktor von 0,1 als neuen Wert. Wenn ihr die Linien dicker haben wollt, dann setzt ihr 2 oder 3 oder 1,5, je nachdem, da müsst ihr mal ein bisschen ausprobieren. Und in diesem Menü, vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, gibt es auch noch eine weitere nützliche Option und zwar hier im Drahtgitter schwarze Linien verwenden. Ganz oft ist es ja in der Office-Branche so, dass es noch so Überreste gelber Linien im Grundriss gibt. Das hängt also mit der kontrastreichen Darstellung in anderen CAD-Programmen zusammen. Das sehen wir auch hier, gibt es rote, grüne, blaue Linien und die sind oft beim Ausdruck natürlich schwer zu erkennen. Gelb auf weißem Papier kann man fast nicht lesen und deswegen gibt es hier die Option, alle Linien im Drahtgitter schwarz zu drucken. Auch das haken wir einmal an und drücken auf OK. Und jetzt exportieren wir hier das PDF mit den neuen Einstellungen nochmal und ich klicke hier wieder auf Exportieren, vergebe mal den Namen 2 und drücke auf Speichern. Auch hier wird jetzt wieder das PDF generiert und dann auch gleich geöffnet, hoffe ich doch. Ihr kennt das ja sicher selbst, die Vorführeffekte sind immer, doch dann greifen die immer mal wieder und ja, man zeigt etwas und dann funktioniert es doch nicht. Aber zum Glück haben wir diesen Fall heute nicht. Ihr seht jetzt hier, dass also meine Linien im Grundriss zuallererst einmal alle schwarz sind, genauso wie ich das eingestellt habe. Und jetzt sehen wir auch, wenn ich hier jetzt nochmal näher ranzoome, dann sind die Linien auch viel, viel besser zu erkennen. Und ich schalte nochmal um auf diese PDF. Hier sieht man doch die Unterschiede ganz deutlich, kaum was zu erkennen. Und hier sind also die Linien jetzt viel, viel besser dargestellt. Und man sieht auch hier in diesen Bildeinstellungen zum Beispiel, dass also auch hier diese Linienstärke-Einstellung greift. Zum Beispiel bei solchen farbigen Darstellungen kann also auch hier das Ganze dann etwas dezenter dargestellt werden und so zu einem besseren Druckergebnis führen. Ich hoffe, dass diese beiden Praxistipps zur Bemaßungseinheit sowie auch der Linienstärke euch in der Praxis weitergeholfen haben. Das sind Themen, an denen man manchmal so verzweifelt, weil man ein Projekt schnell bemaßen und auch schnell ausdrucken muss. Dann muss immer alles ganz sofort da sein und es funktioniert nicht. Also deswegen wollten wir diese beiden Themen einmal aufgreifen. Und selbstverständlich gibt es zum Thema Layout und Bemaßung noch viel, viel mehr zu sagen, aber heute wirklich nur ein kurzer, gezielter Einblick in eure Fragen.
Wenn ihr weitere Fragen habt, dann schreibt sie gerne in den Chat, die Kollegen beantworten sie, oder wenn es etwas umfangreicher ist, dann nehmt euch die Zeit, schickt ein paar Bilder mit und auch vielleicht die Planungsdatei und schreibt eine E-Mail an info@picon-planner.com. Das ist auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich werde übrigens im Anschluss an diese Kaffeepause hier in diesem Video auch wieder Kapitelmarker hinzufügen. Da könnt ihr dann direkt zu den einzelnen behandelten Themen wie Materialien, Einheiten, Bemaßung und so weiter springen und auch euren Kollegen zum Beispiel an eine gezielte Fragestellung verweisen. Das noch als Hinweis für euch, die das Video dann später schauen oder auch noch ein zweites Mal. Und damit kommen wir jetzt auch schon in Richtung Ende des heutigen Livestreams. 25 Minuten sind schon wieder um. Und zum Abschluss habe ich noch ein schönes Thema gewählt, das auch immer ganz oft nachgefragt wird. Wechseln wir mal in den Picon Planner und blende ich die Frage noch dazu. Was ist das letzte Thema? Na, was sind denn die wichtigsten Shortcuts im Picon Planner? Es gibt im Picon Planner sehr, sehr viele Shortcuts. Ich habe euch auch eine Liste zu allen Shortcuts in der Videobeschreibung mit verlinkt. Welche genau für euch wichtig sind, das müsst ihr natürlich selber herausfinden. Aber ich kann euch zumindest heute mal sagen, welche Shortcuts ich ganz häufig benutze. Und mein erstes Shortcut, das ich euch heute vorstellen möchte, habe ich mal mit dem Namen "nie wieder in Wänden festhängen" überschrieben. Oder auch technisch korrekter, der Zoom durch Hindernisse. Wie oft ist es bei euch schon vorgekommen, dass ihr also hier bei der Navigation durch die Planung mal hereinschauen wolltet und dann hier an einer Wand oder an einer Fensterscheibe hängen geblieben seid und dann dreht ihr das Mausrad bis ins Unendliche und kommt nicht voran. So ungefähr sieht das dann aus. Und dafür gibt es einen ganz, ganz einfachen Trick. Und zwar drückt ihr beim Zoomen einfach die Shift- oder die Großschreibetaste, würde man sagen, Umschalt-Shift-Taste mit dazu. Und zwar, wenn ihr das macht, ich drücke jetzt gerade die Umschalt-Taste mal mit und zoome. Und dann kann ich also hier auch direkt durch die Wand fahren und in meinen Raum hineinschauen. Das dürfte bei der Präsentation doch dem einen oder anderen helfen. Das zweite Shortcut heißt die Ansicht zentrieren und funktioniert mit einem Klick auf Steuerung plus Leertaste. Wenn ihr jetzt wie ich hier im Raum angekommen seid, dann wollt ihr vielleicht auch mal schnell wieder heraus und in die Totale wechseln und damit eure Ansicht im Fenster zentrieren. Ihr könntet jetzt wieder herauszoomen irgendwie oder zum Beispiel auch ja einfach zurückfahren, aber manchmal ist auch einfach eine Decke eingeblendet und das funktioniert nicht. Dann seid ihr mit einem Klick auf Steuerung und Leertaste sofort wieder draußen. Steuerung, Leertaste und sofort ist meine Ansicht zentriert. Und für alle echten Power-User kann ich noch empfehlen, Steuerung, Shift und Leertaste zusammenzudrücken, also Steuerung, Umschalt und Leertaste. Und wenn ich das einmal mache, dann werden hier also alle Ansichten, die ich gerade aktiv habe, mit nur einem Klick genau mittig zentriert. Ganz oft ist es auch der Fall, dass ich also Objekte zu einer Gruppe zusammenführen möchte. Auch dafür gibt es einen Shortcut, nämlich Steuerung und G zum Gruppieren von Objekten. Und ich glaube, dieses Shortcut kann man sich sehr leicht merken, denn G steht für Gruppe. Nehmen wir zum Beispiel mal hier diese Sitzgruppe, die wir hier finden, und dann wähle ich diese jetzt einfach mal an. Ich halte die Steuerungstaste gedrückt und mache eine Multiselektion. Und anstatt jetzt in den Reiter Bearbeiten zu gehen und auf Gruppieren zu drücken, mache ich einfach einen Klick auf Steuerung und G. Und schon habe ich diese 5 Objekte jetzt zu einer Gruppe zusammengefasst. Natürlich gibt es dafür auch eine Umkehroperation, also das Auflösen. Und im Englischen steht Auflösen quasi für Ungroup, deswegen heißt dieses Shortcut dann Steuerung und U, um ein Objekt, zum Beispiel eine Gruppe, aufzulösen. Das macht auch Sinn, wenn ihr Objekte importiert habt, zum Beispiel die ihr mehrfach hintereinander auflösen wollt. Dann müsst ihr also nicht immer auf Auflösen drücken, sondern drückt mehrfach hintereinander Steuerung U, U, U und schon wird das Objekt mehrfach aufgelöst. Shortcut Nummer 4 ist für mich im Planungsalltag auch super wichtig. Und zwar mit einem Druck auf Steuerung und T kann ich Objekte schnell ausblenden.
Manchmal will ich ein Objekt einfach schnell ausblenden, zum Beispiel so, weil es dann die Sicht versperrt oder ich es gerade in der Planung nicht brauche. Ich könnte mir jetzt auch hier eben zum Beispiel mal den Grundriss selektieren und mit einem Klick auf Steuerung T diesen wirklich sofort ausblenden. Und die Umkehroperation davon ist Steuerung und R und das bewirkt, wie hier im Reiter Start dann auch zu sehen, eigentlich alle wieder anzeigen. Also Steuerung und R, wer sich das merken möchte, zeigt alle ausgeblendeten Objekte wieder an. Und jetzt habe ich noch ein letztes Shortcut in dieser kleinen Liste. Das habe ich auch vor nicht allzu langer Zeit erst gelernt. Und zwar heißt es, das letzte Kommando wiederholen. Das funktioniert mit der Taste F2. Besonders beim Nachplanen von Grundrissen hilft mir das immer wieder, nach jedem Platzieren zum Beispiel von einem Fenster oder einer Tür oder einer Wand, musste ich also wieder in die Raumelemente und mir ein neues Objekt holen. Das geht jetzt mit F2 viel, viel schneller, weil ich damit die zuletzt ausgeführte Aktion wiederholen kann. Das heißt, ich habe also ein Fenster eingefügt, dann kommt mit dem Druck auf F2 das nächste in die Planung. Und dasselbe funktioniert auch für Türen oder auch für ganz viele andere Optionen im Picon Planner. Zum Beispiel, ich habe was skaliert, ich habe was extrudiert und möchte das am nächsten Objekt nochmal vornehmen, dann drücke ich also immer wieder F2. Und das soll es für diese virtuelle Kaffeepause heute auch schon wieder gewesen sein. Ihr könnt jetzt gerne mal noch in den Chat und in die Kommentare schreiben, was euer am häufigsten genutztes Shortcut ist. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt, welche Auswahl ihr da trefft. Wem das jetzt zu schnell ging, der kann natürlich auch gern später in der Aufzeichnung nochmal zurückspulen und die Shortcuts selber ausprobieren. Ich hoffe, ihr hattet in dieser Kaffeepause mit verschiedensten Themen und Anwenderfragen Spaß und konntet nützliche Tipps für euren Planungsalltag mitnehmen. Wir wissen, all eure Fragen passen nicht in eine halbe Stunde und deswegen soll das hier auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir auf eure Fragen eingehen. Schreibt uns also sehr, sehr gerne mal, wie ihr das Format fandet. Und wenn ihr Fragen habt, schickt uns gerne eine E-Mail an info@picon-planner.com. Und jetzt, bevor ihr abschaltet, fehlt natürlich noch das Wichtigste, und zwar die Verlosung unserer Picon-Tassen. Wie immer gibt es auch heute wieder 3 Tassen zu gewinnen und unsere Gewinner vom letzten Mal haben uns auch wieder Bilder geschickt. Und zwar viele Grüße und auch ein herzliches Dankeschön sendet die Arbeitsplatzexpertin Annette vom Bürocenter Butzbach. Und den Dank gebe ich gerne zurück. Schön, dass du uns ein Foto gesendet hast und ich wünsche dir allzeit eine volle Kaffeetasse beim Planen mit dem Picon Planner. Besser spät als nie hat uns Fabian von der Hoffmann Group aus München das Foto seiner Picon-Tasse geschickt. Auch ein Fan der ersten Stunde. Vor genau einem Jahr im Oktober hat er seine Tasse bekommen und hat sie auch bisher gut gehütet. Und ich sehe also, das Orange zur Hoffmann Group passt heute sehr gut zu meinem Oberteil. Ja, die Einladung zur letzten Kaffeepause war der Anlass, das noch ausstehende Foto an uns zu senden. Und ich sage viele Grüße an dich, Fabian, und viele Grüße auch in die tolle Stadt München. Ihr wollt also jetzt auch so eine Picon-Tasse gewinnen? Na dann schreibt uns eine E-Mail an info@picon-planner.com und es gewinnt derjenige oder diejenigen sogar, ja, es gibt ja 3 zu gewinnen, es gewinnen diejenigen, die die ersten 3 E-Mails an uns senden, aber natürlich mit dem richtigen Betreff. Und das Gewinnerwort für den Betreff sind heute genau 3 Buchstaben. Manche konnten es sich vielleicht schon denken. Das Gewinnerwort ist heute F, A und Q, also für Frequently Asked Questions. Ja, das war heute das Thema. Schreibt uns eine E-Mail. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg beim Gewinnspiel. Und damit verabschiede ich mich für heute. Mir bleibt noch zu sagen, herzlichen Dank wieder einmal für euer Interesse und fürs Zuschauen bis hierher. Wenn euch die virtuelle Kaffeepause gefallen hat, dann lasst uns doch gerne noch ein Like unter dem Video da, bevor ihr zumacht. Und ja, teilt die Aufzeichnung mit euren Kollegen, die heute nicht dabei sein konnten oder auch vielleicht für die diese Themen relevant sein könnten. Und vergesst auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren, wer es noch nicht gemacht hat. Ich verabschiede mich
und freue mich schon darauf, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Und ich kann auch schon mal einen kleinen Teaser auf die nächste Kaffeepause geben. Und zwar, beim nächsten Mal werde ich wieder eine neue Picon Planner Version präsentieren, die bereits in den Startlöchern steht und ganz heiß darauf ist unsere Entwickler, dass sie das Licht der Welt erblickt. Der Picon Planner 8.6 ist bereit, also merkt euch die nächste Kaffeepause im November schon mal vor. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, werdet nicht weggeweht an diesem stürmischen Donnerstag und bleibt vor allen Dingen gesund. Euer Timmy und das ganze Picon-Team.